Hallo, moin moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit, heute wieder in Zusammenarbeit mit Bruder Michael aus Deutschland, der sich eingefunden hat auf Skype, um mit mir zusammen weiter dieses Papier zu lesen, was wir gestern angefangen hatten, wo es geht um Kindesmissbrauch nach Anleitung dessen, dass wir das normalerweise ja in dem Buch von Griesinger lesen wollten, über die Knabenliebe und Päderasterie. Und da gestern bereits mit angefangen haben und heute werden wir damit fortfahren. Aber erstmal eben einen herzlichen guten Tag und ein herzliches Willkommen an Bruder Michael. Wie geht's dir, Jung? Alles gut? Ja, hallo Jörg, hallo liebe Zuschauer, Zuhörer vom Kanal Joggler 66. Wir haben heute Sabbat, den 2. Juni 2018. Und jetzt geht's wirklich ans Eingemachte beim zweiten Teil dieser Lesung. Das geht's. Bevor wir damit losfahren mit dem Eingemachten, will ich euch eben hier auf Firefox den Artikel zeigen, wenn die Mauer des Schweigens bricht, Hilfe für misshandelte Kinderseelen, von dem wir ja gelesen haben. Und wie ihr hier seht, ist das an der Seite ein Kommentar. Das anfängt mit einem Vorwort zur Einstimmung. Es geht uns alle an Exkurs 1, Exkurs 2, Exkurs 3, Exkurs 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also ihr seht, das ist ein ganzes langes Werk, wo wir jetzt nur einen Teil rausgenommen haben, nämlich den Teil, den wir ja jetzt gelesen haben, gestern bereits, und den wir heute auch noch lesen. Ne? Der Teil, der heißt Hilfe für misshandelte Kinderseelen. Das ist der Teil, den wir uns gestern angeschaut haben. Das ist der Teil, den wir uns heute weiter anschauen wollen. Aber wenn ihr natürlich gerne sagt, ich möchte da alles gerne von lesen, den Link zu diesem ganzen großen Artikel, wo ihr all diese ganzen Exkurse lesen könnt, den werde ich natürlich in die Videobox des, in die Beschreibungsbox des Videos mit einarbeiten, sodass ihr euch das alles anschauen könnt. Und dann könnt ihr das in einer ruhigen Stunde für euch selber studieren, neben dem, was wir hier zu erzählen haben und was wir hier rauslesen. Ja gut, Michael, dann würde ich sagen, fängst du mal an mit deiner Lesung. Mhm. Ja, ich habe ja nur einen Satz. Also, das nächste Kapitel heißt Das unbefleckte Ehebett. Eine besonders starke Stelle finden wir auch in Hebräer Kapitel 13, Vers 4. Wo die Bibel sagt, die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt. Die Unzüchtigen und Ehebrecher aber wird Gott richten. Jemand, der sich an Kindern vergeht, missachtet die Ehe und damit den, der die Ehe gestiftet hat. Er befleckt das Ehebett. Damit ist sein eigenes Ehebett gemeint, wenn er verheiratet ist, denn er oder sie verachtet auch seinen oder ihren Ehepartner damit, den Gott dafür vorgesehen hat, die eigenen körperlichen Bedürfnisse zu beantworten. Wenn man noch nicht verheiratet ist, ist das nicht besser, auch wenn noch kein Ehepartner davon betroffen sein mag. In jedem Fall wird die Einrichtung Gottes und damit Gott selbst mit Füßen getreten. Es ist eine Verunreinigung unvorstellbaren Ausmaßes. Hinzu kommt, dass derjenige, den man als Kind missbraucht, oft über viele Jahre, wenn nicht dauerhaft beziehungsgestört ist und dadurch manchmal unfähig wird, eine vernünftige Ehebeziehung einzugehen. Auch insofern wird das Ehebett befleckt, hier das einen anderen. Das eines anderen, ja. Das eines anderen. Entschuldigung, ich muss da, ja. Mensch, ich habe einen Kloß im Hals. Ich muss da mal eben einen Kommentar zu geben. Der erste Satz in dem zweiten Absatz ist sehr wichtig, da sollte man nicht so einfach mal drüber hinweggehen. Wir lesen da, wenn man noch nicht verheiratet ist, ist es nicht besser, auch wenn noch kein Ehepartner davon betroffen sein mag. Worum geht es denn hier? Es geht darum, dass einem deutlich gemacht werden soll, dass jeglicher Sex außerhalb der Ehe Unzucht ist. So sieht Gott das. So bestraft Gott das auch. Wenn wir uns heute in unserer Gesellschaft umgucken, wo es um Diskussionen geht, um Abtreibung, um jetzt nur mal ein Beispiel eben zu nehmen, und wo dann diese Emanzen hochkommen und sagen von, ich habe das Recht auf meinen Körper, das ist auch richtig, du hast das Recht auf deinen Körper, aber vorher hast du deinen Körper freigegeben als Lustobjekt, hast nämlich Sex außerhalb der Ehe gehabt und dafür gesorgt, dass du Kinder in die Welt setzt, die du im Grunde gar nicht geplant hast,
weil du nur deinen eigenen Spaß gefolgt bist, weil du dem der Fleischeslust gefolgt bist. Schaut, der Punkt ist ganz, ganz wichtig und da schaut man oftmals drüber hinweg. Sex außerhalb der Ehe ist Unzucht. Jeder Sex außerhalb der Ehe. Das heißt, wenn ich nicht verheiratet bin und ich habe Sex, dann ist das Unzucht. Das ist ganz einfach. Das klingt vielleicht ein bisschen unlogisch, aber das ist die ganz klare Lehre der Bibel. Da kann man nicht umhingehen. Und weil wir hier ja uns mit der Lesung des Jesuitenbuches im Grunde immer noch irgendwo beschäftigen von Theodor Griesinger und weil wir hier die Verfehlungen der römisch-katholischen Kirche an erster Stelle aufdecken, müssen wir uns in Erinnerung rufen, dass wir in dem Buch gelesen hatten, dass mit dem Keuschheitsgelübde sie sich zwar der Ehe enthalten, aber nicht dem Sex. Und das ist ein, im Englischen sagt man Oxymoron, das ist eine absolute Gegensprache. Weil wenn ich mich der Ehe enthalte, wenn ich dann biblisch lebe, wenn ich dann von der Bibel, wenn ich dann vom Gott der Bibel, von dem Schöpfer, von dem Gott von Abraham, Isaak und Jakob geleitet bin, dann habe ich automatisch, wenn ich auf die Ehe verzichte, auch einen Verzicht auf Sex. Aber das dreht der Teufel natürlich um und sagt, Ehe nein, aber Sex ja. Und dann kommen wir in so einer verlotterten Gesellschaft zurecht, wie wir es heute leider überall auf der Welt vorfinden. Das muss hier mal ganz deutlich gesagt werden. Jeder Sex außerhalb der von der Bibel ordinierten Ehe zwischen einem Mann und einer Frau ist Unzucht, ist Hurerei und sorgt dafür, dass alle möglichen Strafen dafür auf die Menschen kommen. Strafen wie Geschlechtskrankheiten, Strafen wie ungewollte Kinder, die man in die Welt setzt oder noch viel schlimmer, dass man zum Mörder wird, weil man ein Kind, das im Leibe bereits ist, abtreibt. Was ja auch nur ein Euphemismus ist, dieses Abtreiben. Ne? Ist ja auch letzten Endes dann nur eine Verharmlosung des eigentlichen Vorganges. Ja, es ist ein anderes Wort für töten. Ja. Aber das ist eben eine gute Sophistik und Kasuistik, und da ist ja die römisch-katholische Kirche und auch die Jesuiten sind da ja Meister drin. Ne? Mhm. Wir nehmen ein und dieselbe Tatsache, aber wir nennen es anders und dann ist es eben auch was anderes. Ne? Ja, also ich musste hier auf diesen Punkt eben nochmal ein klein wenig eingehen, weil ich finde das unglaublich wichtig. Wenn wir die Moralvorstellungen der Bibel nicht nur verstehen, sondern auch in unserem Leben praktizieren, dann haben wir dieses Problem überhaupt nicht, dass wir ungewünschte Kinder in der Welt haben. Dann haben wir das Problem nicht, dass Pornografie in der Welt ist. Ja? Das ist alles nur in die Welt gesetzt, weil es dem Teufel so gefällt und nicht, weil es Gott so gefällt. Also, auch wenn man nicht verheiratet ist, ist es nicht besser, auch wenn noch kein Ehepartner davon betroffen sein mag. Ja, da geht es gar nicht drum, mit welchem ich dann Unzucht betreibe. Oder wie Luther das damals gehabt hat, als er nach Rom ging und dann die Unzucht in den Straßen Roms gesehen hat, wo die Priester sich mit den Prostituierten vergnügt hatten und so weiter und so weiter. Das ist genau dasselbe. Das ist alles Unzucht. Alles unbiblisch und fernweg von der wahren, reinen Lehre des Gottes der Bibel. Aber bitte, Michael, fahr fort. Ja, ich hätte noch eine Anmerkung zu dem Satz. Natürlich. Hinzu kommt, dass derjenige, den man als Kind missbraucht, oft über viele Jahre, da muss eigentlich ein Komma hin, Komma, wenn nicht dauerhaft, Komma, beziehungsgestört ist und dadurch manchmal unfähig wird, eine vernünftige Ehebeziehung einzugehen. Wie oft haben wir das in der heutigen, angeblich modernen Zeit doch so, dass Leute gar nicht beziehungsfähig sind, weil sie halt ganz schlechte Erfahrungen gemacht haben, über die natürlich man nur spekulieren kann und die ich jetzt nicht hier aufzählen kann und möchte. Aber wie viele Menschen sind halt einfach durch ganz, ganz schlimme Szenen auch zu Hause, durch Gewalt und durch Aggression und solche ganzen Dinge auch dann auch tatsächlich sozial völlig, ja, inkompatibel oder sozial halt echt gestört, sodass sie halt gar nicht mehr an die wahre Liebe glauben, sondern letzten Endes dann nur noch die Befriedigung ihrer eigenen egoistischen Bedürfnisse sehen. Und das ist genau bei den Pädophilen und Päderasten ja eigentlich so, wenn bei denen steht ja nur das eigene Ego, das eigene Ich im Zentrum ihrer Vorstellungskraft, im Zentrum ihrer Person. Das, was die dem anderen Menschen, auch wenn es ein kleiner Mensch ist, ja, antun damit für ein ganzes Leben, ist für mich letzten Endes die absolute Unvorstellbarkeit, wie man so etwas jemandem mit auf seinen Lebensweg geben kann. Ist für mich absolut unvorstellbar. Da zeigt sich für mich der blanke Egoismus drin,
Weil die Menschen, die halt so etwas machen und jemanden anderen, eine andere Person damit einbeziehen, dann halt einfach ein Leben zerstören, eine Psyche zerstören, und da gibt es ja auch genug Beispiele für. Ja, jo. Und das ist nicht nur das, es ist sogar Mord. Es ist ein seelischer Mord, es ist ein Mord an einem Charakter, an der Person, die man missbraucht in dem Augenblick, der da vollgangen wird, bei dem Kindesmissbrauch. Und wir müssen jetzt hier mal eben von dem Kindesmissbrauch, weil hier im Augenblick in dem Artikel selber wird ja gar nicht so sehr davon gesprochen, dass es über Kindesmissbrauch in der römisch-katholischen Kirche geht. Uns geht es aber hauptsächlich um den Kindesmissbrauch in der römisch-katholischen Kirche. Schau, Vater und Mutter, zu denen ich geboren werde als Kind, wenn ich auf die Welt komme, sind meine Vertrauenspersonen. Ja? Ich glaube, da zweifelt niemand dran. Das wird jeder zugeben. Das sind Vertrauenspersonen. Wenn diese Vater und Mutter mich dann in die Obhut geben eines katholischen Priesters, der sich auch Vater nennt, ja, was natürlich unbiblisch ist, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren, aber er nennt sich Vater, Matthäus. Um eben auch eine Vertrauensbeziehung aufbauen zu können mit seinen Schäfchen, sage ich jetzt mal. Und dabei ist es scheißegal, ob seine Schäfchen irgendwelche Frauen sind, verheiratet oder unverheiratet, ob es Männer sind, verheiratet oder unverheiratet, oder ob es junge Jungen oder junge Mädchen sind. Das ist wurscht. Jeder, der dem Priester sozusagen anvertraut wird, für den übt der Priester eine Autoritätsperson aus. Also der Priester ist eine Autoritätsperson. Ja? Nicht nur, weil er sich Vater nennt, sondern auch, weil natürlich die Leute meinen, ich gehe zu dem Priester, um mit ihm über meinen himmlischen Vater zu reden, um mit ihm über Glaubensdinge zu reden, um mit ihm über Dinge zu reden, die mich persönlich im Innersten, im Tiefsten ganz deutlich berühren. Und wir hatten ja schon über die Beichte gesprochen, die Ohrenbeichte. Ja? Ich gehe zu dem Priester und ich eröffne diesem Mann, der selber ein Sünder ist, wie alle anderen auch, meine tiefsten, oftmals sexuellen Geheimnisse, Wünsche, Verlangen, Fragen und Bemerkungen, all diese Dinge teile ich mit ihm. Ja, dass dieser Mann dann natürlich leicht dazu, zwischen Anführungsstrichen, verleitet wird, das dann auszunutzen, ist ja wohl logisch. Und ganz sicher dann, wenn das von Anfang an eine Person ist, die sich sowieso gerne in der Hinsicht beschäftigt. Ja, aber schau aus. Der Missbrauch in der römisch-katholischen Kirche kommt hauptsächlich daher, weil die Autorität, die diesem Priester verliehen wird, ausgenutzt wird. Und das ist ganz sicher bei Kindern so. Und wenn ihr euch an das Buch erinnert, das ich gelesen hatte, findet ihr in der Abspielliste von Babylon nach Rom, glaube ich, wieder, die Heiligen Väter von Alberto Rivera. Da kommt ja auch diese Szene drin vor, wo der Priester im Unterricht sagt, im Religionsunterricht, das ist ja ein Jesuit, der im Religionsunterricht sagt, wenn ihr zu Hause etwas verbrochen habt, dann ist eure Mutter gnädig und euer Vater straft euch immer. Ja? Deswegen müsst ihr zur Mutter gehen, so wird da die Maria angelehrt. Und genauso macht der Priester das dann auch, er schleicht sich so in das Vertrauen der Kinder ein, und da er sich in das Vertrauen der Kinder einschleicht, hat er es auch natürlich auch leicht, dann dieses Vertrauen zu missbrauchen, wenn er das tut. Und daher kommt diese ganze pädophile und päderastische Agenda der römisch-katholischen Kirche. Das ist basiert darauf, dass sie in der römisch-katholischen Kirche das zweite Gebot nicht beachten. Und da kommen wir auch später in diesem Artikel noch drauf, wenn wir über Römer Kapitel 1 sprechen. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir hier eben den Link legen zur römisch-katholischen Kirche, weil in dem Artikel hier kommt das bis jetzt nicht so raus. Und deswegen finde ich das wichtig, dass wir da diesen Link legen. Es geht uns nicht um diese Kinderporno-Ringe von normalen, sage ich jetzt mal, Pädophilen, sondern es geht uns hauptsächlich um die römisch-katholische Kirche, die ja irgendwo auch eine Vorbildfunktion hat. Und wenn die das macht, ja, dann macht der gemeine Mensch das auch. Und den gemeinen Menschen, den verfolgen sie dafür, aber in der Kirche werden sie nicht verfolgt. Schaut euch mal den Film Spotlight an. Ja, aber das bezieht sich doch auch auf ein nicht biblisches Autoritätsverständnis der römisch-katholischen Kirche, denn diese Legitimation leitet sich aus der Bibel ja eben nicht ab. Die wird ja nur vom, in Anführungsstrichen, gemeinen Menschen unterstellt. Ja? Und da ist es letzten Endes dann ein gesellschaftliches Problem, weil halt die Leute oder die normalen Katholiken halt einfach weniger die Bibel lesen, als wir mit dem Katechismus da frönen. Und in der Bibel selber steht halt einfach
ja, ist halt letzten Endes sicherlich nicht dieser Verkehr, das besprechen wir ja gerade hier, ist ja gar nicht gebilligt. Ja, im Gegenteil. Und daher müssten ja eigentlich ja schon klar sein, dass da diese Fälle, da komme ich aber auch noch später dazu, halt eben keine Einzelfälle sind. Aber wo ich hier drauf hinaus wollte, ist der Punkt, dieses Autoritätsverständnis, das du jetzt gerade ansprichst, das bestätigt die Bibel eben nicht. Ja? Sondern die Bibel bestätigt ja letzten Endes dann nur, dass eben die Apostel und Jesus in letzten Endes predigen, so, und die Nachfolger Christi sind, wenn man so will, auf dieser Welt. Aber da ist noch A, nicht die Rede von der römisch-katholischen Kirche, und B, ist es ja so, dass die römisch-katholische Kirche eben nicht auf die normale, ich sage jetzt mal so genannt, Erbfolge der Apostel zurückgeht. Und wenn halt dieses bekannt wäre, verliert die Kirche, zumindest die römisch-katholische Kirche, ihre Legitimation. So. Ja, dem kann ich auch gar nicht viel entgegensetzen, weil wenn wir biblisch denken, dann ist der Priester ja keine Autoritätsperson, sondern der Priester ist ein Bruder wie wir alle, lediglich mit einer anderen Funktion. Das hat Luther ja mehr als deutlich in seinen Schreiben, die ich auch öfter schon besprochen habe, beschrieben, dass wir alle Brüder und Schwestern sind und es gibt keine Hierarchie, außer wir sind alles Brüder und Schwestern und über uns ist unser Herr und Meister, unser Gott und unser Herr, Jesus Christus, ja? König der Könige und Herr der Herren, wie sein Titel lautet. Es geht ja darum, Michael, dass ich hier gerne auf die Punkte hinweise, in der Welt, in der wir nun einmal leben. Und in der Welt, in der wir nun einmal leben, wird halt Hierarchie und Autorität von klein auf an jedem Menschen indoktriniert. Und sich dazu unterschicken und demjenigen, der einem etwas von seiner Autorität erzählt, zu gehorchen. Und genau das ist, was der Priester ausnutzt. Dass das unbiblisch ist, das weiß ich auch. Da sprechen wir nicht drüber. Sobald ich das Wort römisch-katholische Kirche in den Mund nehme, ist alles, was dahinter kommt, sowieso unbiblisch. Das weiß ja nun jeder, der meine Videos verfolgt im Augenblick. Aber auf den Punkt wollte ich mal eben hinweisen, weil in dem Artikel in diesem Moment der Kindsmissbrauch nicht gelinkt wird an die römisch-katholische Kirche. Und das ist meines Erachtens das, was am meisten angeprangert werden muss. Deswegen hatten wir ja gestern auch kurz über den Kevin Annett zum Beispiel gesprochen und sein ITT-CCS, wo er das halt in den internationalen Gerichtshof angeprangert hat und so weiter. Ich will dich jetzt auch gar nicht weiter aufhalten von der Lesung. Ich wollte das eben zur Sprache bringen. Das erschien mir doch mal eben wichtig, dass wir da noch mal kurz drüber sprechen, dass wir nicht vergessen, dass wir das in Relevanz bringen müssen mit der römisch-katholischen Kirche. Ja? Dass es da eben auch drum geht. Ja. Ja. Also weiter im Text. Auch wenn das für Opfer kein wirklicher Trost sein mag, Gott ist gerecht. Er wird solche Schänder mit der gerechten Strafe behandeln. Auch wenn jede Sünde in den Tod und das Gericht Gottes führt, gibt es doch Sünden besonderen Ausmaßes. Dass die Sünde des Kindesmissbrauchs dazugehört, muss nicht weiter erörtert werden. Was wird das für einen Gläubigen vor dem Richterstuhl des Christus sein, mit dieser Sünde zu erscheinen, wenn sie nicht in gottgemäßer Weise durch aufrichtiges Bekenntnis hier auf der Erde geordnet worden ist? Und selbst dann bleiben die Folgen im Unterschied zu manchen anderen Sünden teilweise ein Leben lang bestehen. An diesem Richterstuhl werden für uns, die Erlösten, alle Dinge geordnet. Dort werden wir in jedem Fall erkennen, wie Gott die Dinge sieht, so werden wir sie dann auch sehen. Aber ein Täter sollte nicht bis zu diesem Augenblick warten. Denken wir für einen Augenblick auch daran, was Christus für solche Sünden, auch für sie, leiden musste. Daher gilt es für einen Täter, soweit es möglich ist, diese Dinge schon auf der Erde in Ordnung zu bringen. Er muss sich ohnehin bewusst sein, dass Gott in seinem regierenden Handeln einen solchen Gläubigen auf der Erde durch Zucht dahin bringen möchte, die Dinge zu bekennen, zu lassen und, soweit möglich, zu bereinigen. Die Zukunft der Täter. Aus der Offenbarung, Kapitel 21, Vers 8 und 22, Vers 15 lernen wir: Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Draußen aber sind die Hunde, sagt Offenbarung 22, 15, und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder,
der die Lüge liebt und tut. Daneben stelle ich noch eine zweite Sünde, die des Mordes. Kindesmissbrauch hat viel mit Mord. Moment, du hast jetzt den ganzen Satz vergessen hier. Ich habe den Satz vergessen? Ja. Ach so, okay, gut, dann nochmal neu. Also, aus Offenbarung der gerade vorgelesenen Verse lernen wir, dass die Zukunft der Unzüchtigen, in Klammern Hura, der Feuersee ist, die Hölle, wenn sie nicht Buße tun und sich bekehren. Jemand, der ein Kind missbraucht, ist ein Hura, ein Unzüchtiger. Daneben stelle ich noch eine zweite Sünde, die des Mordes. Kindesmissbrauch hat viel mit Mord zu tun. Zwar stirbt der missbrauchte Mensch nicht körperlich, aber innerlich fühlt er sich, jedenfalls für eine gewisse Zeit, wie ermordet. Er muss noch mit seiner körperlichen Hülle weiterleben. Viele möchten im Laufe der Zeit ihr Leben am liebsten beenden. Und nicht wenige begehen aus diesem Grund tatsächlich Selbstmord. Das zeigt noch einmal, dass ein solcher Missbrauch Gottes Zorn erregen muss. Auch ja, Römer. Jetzt gehen wir in Römer 1, und zwar Kapitel 1, Verse 21 bis 25. Der Autor spricht hier nur Römer Kapitel 1, Vers 24 an, aber aus dem Zusammenhang ist es notwendig, dass wir eben mindestens diese paar Verse lesen, zwischen 21 und 25, was ich dann hier auch eben tun werde. Weil hier, und ich werde den Satz mal eben kurz zu Ende bringen, Michael, dann kommst du nicht in Probleme wie vorher. Römer macht also hier ganz deutlich, dass ein solches abnormales Verhalten das Gericht Gottes auf sich zieht, in diesem Falle sogar die Folge von anderen Sünden ist. Auch da habe ich eine kleine Bemerkung zu gemacht. Da werden wir dann gleich drüber sprechen, aber jetzt erstmal eben das Bibelzitat. Was wird denn im ersten Römerbrief erklärt? Und ich finde, ich will da nochmal eben kurz ein bisschen Nachdruck drauf legen, bevor ich das Zitat lese. Der erste Römerbrief, also der Römer Kapitel 1, ist essentiell für einen Christen, um zu verstehen. Und da komme ich auch gleich nochmal in meinem Kommentar drauf hin. Absolut wichtig, weil das ist das erste Buch, wo das Evangelium zu den Heiden getragen wird. Ja, wir haben Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, dann Apostelgeschichte und dann das erste Buch, das nach der Apostelgeschichte folgt, wo also das Evangelium ins Heidentum getragen wird, durch den Apostel Paulus. Ist in Rom, gleich in die Höhle des Löwen, ja, direkt in das Herz des Heidentums, in Rom, das Buch der Römer. Ein unglaublich wichtiges Buch, ein Buch, das viele Menschen nicht verstehen. Und zum besseren Bibelverständnis sind wir ja hier, um euch damit auch zu helfen. Also in Römer Kapitel 1, Verse 21 bis 25, die Bibel sagt, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Darum hat sie Gott auch dahin gegeben in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, so dass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. So schließt Paulus das erste Römerkapitel. Wie gesagt, es ist furchtbar wichtig, dass man das ganze Kapitel liest. Hätte ich ja am liebsten auch gemacht, aber das ist mindestens ein einstündiges eigenes Video. Das kann man ja in der Zukunft vielleicht nochmal machen. Aber was ich hier noch als Kommentar mit beigeschrieben habe, ist, dass ich sage, Römer 1,24 handelt an erster Stelle von Sodomie, ja, und nennt die Ursache in Vers 23, nämlich die Götzenanbetung davon. Lesen wir es mal. Vers 24. Darum hat sie Gott auch dahin gegeben, in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, so dass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Ja, das ist die Bezeichnung von Sodomie hier in Römer 1. Homosexualität, zwischen Anführungszeichen, wie ich das hier nenne, wie es heute politisch korrekt genannt wird, ist ein Resultat der Sünde gegen das zweite Gebot. Das zweite Gebot, das da lautet, du sollst dir keine Abbildung machen von irgendetwas, das ist im Himmel,
von irgendetwas, das ist auf der Erde, von irgendetwas, das ist in den Wassern unter der Erde. Du sollst dich nicht niederbeugen zu ihnen und du sollst sie nicht anbeten. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott und ich werde diejenigen, die meine Gebote nicht halten, mehr oder weniger so sagt er das, verfolgen bis in die dritte und vierte Generation von denjenigen, die meine Gebote brechen. Aber gleichzeitig erweise ich Gnade an Tausende, die meine Gebote halten. Das ist das zweite Gebot. Was glaubt ihr denn, warum ist dieses zweite Gebot aus dem römischen Katechismus komplett gestrichen? Warum ist gerade dieses zweite Gebot, das ansetzt zu Sodomie, das ansetzt zu Sex mit Tieren und das eben auch ansetzt zum Misshandeln von Kindern, warum ist das wohl aus dem römischen Katechismus gestrichen? Okay, das war ein sehr, sehr heftiger Kommentar und ein sehr, sehr deutlicher. Das nächste Kapitel heißt jetzt Gottes Sicht der Dinge. Aus diesen Stellen können wir Gottes Sicht erkennen. Es handelt sich bei sexuellem Kindesmissbrauch also um eine schlimme moralische Sünde, die letztlich eine Sünde ist gegen den eigenen Körper. Wie wir lesen im 1. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 18, wo die Bibel sagt, flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Gegen eine andere Person, in diesem Fall gegen ein Kind, wenn es sich um das eigene Kind handelt, auch gegen die Ehefrau und Mutter des Kindes, sonst gegen die Eltern des Kindes und gegen Gott, den Schöpfer und Erhalter aller Dinge. Abgesehen davon handelt jemand, der Kinder missbraucht, auch gegen die existierenden Strafgesetze. Er begeht eine Straftat, die vor dem Gesetz zu ahnden ist. Nun hier, kurze Bemerkung nur, das interessiert die römisch-katholische Kirche einen furchten Kehricht, weil die römisch-katholische Kirche sagt, dass das geistige Recht über dem zivilen Recht steht. Und deswegen hatten wir ja vorher in diesen Lesungen auch schon angeholt, im Fall Dutroux, Michel Martin, die sich dann unter katholisches Recht gestellt hat und deswegen im Kloster verbleibt. Die weltlichen Gerichte können die geistigen Verfehlungen nicht verurteilen. Das lehrt die römisch-katholische Kirche. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der hier gemacht wird. Ja? Abgesehen davon handelt jemand, der Kinder missbraucht, auch gegen die existierenden Strafgesetze. Ja, da geht es halt um die Leute außerhalb der römisch-katholischen Kirche, die Pädophile sind. Er begeht eine Straftat, die vor dem Gesetz zu ahnden ist. Richtig. Aber sobald dieser Gesetzesübertreter ein Priester ist oder ein sonstiges Mitglied des römisch-katholischen Klerus, dann muss er sich vor dem zivilen Gesetz nicht verantworten. Dann übernimmt die Kirche das. Und deswegen nochmal, ich blende hier es nochmal ein, das Licht von Spotlight. Schaut euch das an und bitte, Michael, fahrt fort. Ich hätte auch noch einen kleinen Kommentar außerhalb der katholischen Kirche. Es gab da bereits in den 80ern Vorstöße der deutschen Partei Bündnis 90 Die Grünen. auf deutscher und EU-Ebene bezüglich der Entkriminalisierung von Pädosexualität. Das ist damals von Volker Beck aus der Partei der Grünen, der hat immer noch ein Mandat, ein Aussatz gemacht worden, von dem er sich dann später halbherzig distanziert hat. Und zum Zweiten von einem EU-Politiker namens Daniel Cohn-Bendit. Ich kam auf den seinen Namen. Ja. Daniel Cohn-Bendit. Der ist ja zugegebenermaßen ein Pädophil. Der hat es ja sogar im Fernsehen zugegeben. Genau. Ja? So, und dann daraus hinweg können wir eventuell den Umkehrschluss machen und sagen, gut, wenn diese Welt halt weiter sich entwickelt in der Richtung, wo es Gott eben nicht haben will, sondern halt einfach im Sinne des Antichristen sich weiterentwickelt, dann wird unter Umständen auch die Pädosexualität irgendwann legalisiert werden. Das wollte ich noch einfach dazu gesagt haben. Das mit der Legalisierung der Pädosexualität, da bist du ganz auf dem richtigen Dampfer, mein Freund. Echt wahr. Es fängt an mit der, mit der Akzeptanz der Sodomie. Es geht weiter mit der Akzeptanz der Zoologie und zum Schluss kommt die Akzeptanz der Pädophilie. Jesus Christus hat nicht umsonst gesagt, so wie es in den Zeiten von Noah war und so wie es in den Zeiten von Sodom und Gomorra war, so wird es sein zu der Zeiten, wenn der Sohn des Menschen zurückkommt. Steht geschrieben. Und damals war es so schlimm.
Und wer das nicht glaubt, der muss sich da nur mal da seine eigenen Untersuchungen anstellen und die Bibel lesen. Ich meine, in Sodom, da wollten die Bewohner von Sodom selbst die Engel zum Sex verführen. Die kamen, um Lot aus Sodom zu retten. So schlimm war es damals. Ja? Also, ja. Da bist du ganz auf dem richtigen Dampfer, wenn du das so erwähnst, Bruder. Ganz richtig, kann ich nur applaudieren. Daniel Cohn-Bendit, eine furchtbare, pädophile Person. Natürlich Europaabgeordneter für die Grünen. Ja. Gut. Bei alledem vergessen wir nicht, dass es keine Sünde gibt, die Gott nicht vergeben könnte. Wer mit einem aufrichtigen Bekenntnis zu ihm kommt, wird Vergebung erfahren. Das heißt nicht, dass man die Folgen einer solchen Straftat auf sich nimmt. Das heißt nicht, dass man nicht die Folgen einer solchen Straftat auf sich nehmen muss. Also zu Deutsch doppelte Verneinung. Das heißt, dass man die Folgen einer solchen Straftat auf sich nehmen muss. Darüber sollte niemand leichtfertig hinweggehen, auch wenn das Wohl des Kindes im Mittelpunkt der Behandlung stehen wird. Es sollte uns jedenfalls nicht um unsere Ehre und unser Zeugnis in dieser Welt gehen, das uns dazu führen mag, Dinge zu vertuschen. Das Gegenteil ist der Fall. Nur dann, wenn wir die Dinge gottgemäß ordnen, wird unser Zeugnis gegenüber Ungläubigen kraftvoll sein können. Ja, und hier möchte ich mal kurz einen kleinen Kommentar anbringen, Michael. Danke für die gute Lesung soweit. Ich habe mir bei dem Wort Zeugnis, habe ich mir das grün angestrichen und einen Kommentar dazu geschrieben, dass ich doch hier bitte kommentieren möchte, dass Sünde nur vor Gott besteht. Ja? Wir hatten ja jetzt gerade eben gelesen, dass hier steht, es sollte uns jedenfalls nicht um unsere Ehre und unser Zeugnis in dieser Welt gehen, denn das uns dazu führen mag, Dinge zu vertuschen. Dinge vertuschen kann ich nur vor anderen Menschen. Ja? Das ist genau dasselbe Beispiel, wie es in der Bibel geschrieben steht. Ich glaube, das ist im zweiten Buch Könige. Ich muss das noch lesen. Der Fall von David. David, Obadiah und Uriah. Ja? Wo David die Frau heiraten wollte und deswegen den Mann in den Krieg schickte, dass er da umgebracht werden würde und dass er die Frau bekommen konnte. Er hat das intrigiert, ja, auf eine Art und Weise, dass das vor den Menschen geheim gehalten hat. Aber Gott hat seine Sünde behalten. Und Gott hat ihn später darauf hingewiesen. Und daraufhin hat er dann Psalm 51 geschrieben. Interessant, sich das mal anzuschauen. Also wer der Autor hier sagt, es sollte uns jedenfalls nicht um unsere Ehre und unser Zeugnis in dieser Welt geben, das uns dazu führen mag, Dinge zu vertuschen. Ja, aber wir können die Dinge nur vertuschen vor anderen Menschen. Wir können die Dinge nicht vertuschen vor unserem Vater im Himmel. Also, Sünde, die ich hier auf dieser Erde begehe, ist nur eine Sünde, die ich gegen Gott fahren lasse. Ich kann nicht gegen Menschen sünden. Ich kann nur gegen Gott sünden, weil Gott hat die Gesetze erlassen und ich sündige immer gegen Gott. Zweiter Punkt. Gott respektiert keine Personen. Das heißt, ihm ist es mehr oder weniger, um es mal plattdeutsch zu sagen, schnurzpiepegal, wer was gemacht hat. Wenn du etwas gemacht hast, was gegen das Gesetz verstößt, dann hast du gesündigt und dann wird er dich dafür richten, wenn du dich nicht bekehrst. Das heißt, wenn du nicht zu ihm zur Reue kommst. Ich benutze jetzt mit Absicht das Wort Buße nicht, weil das gebraucht die römisch-katholische Kirche ja so gerne. Nein, ich sage Reue. Dass ich Reue habe und dass ich meinem Vater beichte, was ich getan habe und dass ich bei ihm dafür um Vergebung bitte. Ja? Also, da Gott keine Personen respektiert, ist es ihm wurscht, ob das ein Kaiser, König, Edelmann, Bettler oder was weiß ich wer gemacht hat. Es spielt keine Rolle. Gott führt immer das Urteil korrekt aus, weil er keine Personen respektiert, wie es in der Bibel geschrieben steht. Jeder wird nach seinen Sünden gerichtet, unangesehen der Person, die er hier auf dieser Erde darstellt. Und dann, ja, als letzten kleinen Punkt hatte ich mir aufgeschrieben, Ehre eines Sünders. Wenn wir hier sprechen, wie es gerade in dem Artikel steht, es sollte uns jedenfalls nicht um unsere Ehre gehen. Was für eine Ehre haben wir denn überhaupt?
Wir sind doch alle geboren in Übertretungen und Sünde. Was für eine Ehre haben wir als Sünder denn überhaupt? Also wenn wir überhaupt irgendeine Ehre haben, dann kann das nur die Ehre sein, die der Herr uns gibt und nicht irgendeine angenommene, angemaßte Ehre, die wir uns hier auf dieser Erde anmaßen. Das wollte ich eben nochmal dazu sagen. Ich weiß nicht, Michael, ob du jetzt da noch weitere Kommentare zu hast? Das kommt gleich alles noch. Gut, dann fahr mal fort, bitte. Das letzte Kapitel heißt Wahre Liebe. Bevor wir weitergehen, soll an dieser Stelle gezeigt werden, wie aus Gottes Sicht die intime Beziehung von Mann und Frau aussehen soll. Die körperliche Liebe intimen Zusammenseins hat ihren Platz ausschließlich in der Ehe. Der Punkt, den ich bereits vorher schon zu Anfang dieser Sendung machte, ne? Mhm, jeder genau. Sex außerhalb der Ehe ist Unzucht und Hurerei. Und daher ganz deutlich der Punkt, den er hier auch macht, die körperliche Liebe intimen Zusammenseins hat ihren Platz ausschließlich in der Ehe. Ausschließlich, ich sollte das hier eingefärbt haben, warum habe ich das denn nicht gemacht? Habe ich wohl übersehen, werde ich jetzt gleich nochmal eben machen, das hier mit einer Farbe versehen, ja? Ausschließlich in der Ehe, da gibt es keine Ausnahmen von. So, bitteschön, Michael. Ja, und da steht halt im ersten Buch Mose, 2,24, also 2. Kapitel, 24. Vers steht da drin, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Der sexuelle Verkehr gehört also in die Ehe und nur in eine Ehe von Mann und Frau. Und nicht in eine Ehegemeinschaft von Mann und Mann und Frau und Frau oder von Mann und Kind oder von Kind und Frau. Auch wichtig, das eben dabei zu bemerken. Ja. Diese körperliche Vereinigung wird in der Bibel mit verschiedenen Bezeichnungen versehen. So lesen wir zum Beispiel im ersten Buch Mose, also in Genesis, Kapitel 4, Vers 1. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Das Erkennen bezieht sich darauf, dass der Mann etwas von seiner Frau in Verbindung mit dem intimen Zusammensein erkannte und neu lernte, was er vorher nicht kannte. Wenn Mann und Frau in Liebe zusammen sind, das ist Gottes Empfehlung an uns Männer und Frauen, das heißt, dass wir die Bedürfnisse des Ehepartners zu stillen suchen, dann öffnen wir uns einander. Das macht uns verletzlich, denn so kennt uns nur der Mensch, mit dem wir auch intim zusammen sind. Daher gehört dieser sexuelle Bereich auch in den Schutzraum der Ehe. Ja, kleinen Moment. Denn so kennt uns nur der Mensch, mit dem wir auch intim zusammen sind. Was meint der Autor hiermit? Er geht zurück auf den Anfang dieses Schreibens, wo ich euch gestern in der letzten Lesung vorgelesen hatte. Drittes Buch Mose, Levitikus, Kapitel 18. Wir hatten ja mit Absicht das ganze Kapitel gelesen. Ja? Da steht drin, zum Beispiel ab Vers 6, niemand soll sich irgendeiner seiner Blutsverwandten nahen, um ihre Scham zu entblößen. Ich bin der Herr. Du sollst die Scham deines Vaters und die Scham deiner Mutter nicht entblößen. Es ist deine Mutter. Und so weiter und so weiter. Lest es nochmal, vielleicht in diesem Zusammenhang. Drittes Buch Mose, also Levitikus, Kapitel 18. In diesem Zusammenhang. Ganz wichtig, weil hier sagt der Autor ja gerade eben, die körperliche Liebe des Zusammenseins hat ihren Platz ausschließlich in der Ehe. Und dann sagt er hier, was hattest du gerade eben vorgelesen, das macht uns verletzlich, ja, dass wir die Bedürfnisse nur mit unserem Ehepartner suchen. Das macht uns verletzlich, denn so kennt uns nur der Mensch, mit dem wir auch intim zusammen sind. Ein anderer Mensch soll uns nackt schon mal gar nicht sehen. Da muss man mal drüber nachdenken. Wenn man in der Schule ist, als Sechsjähriger, Siebenjähriger, Achtjähriger in den ersten Klassen in der Schule und man geht in den Sportunterricht, dann wird man dazu verpflichtet, sich nach dem Sportunterricht zu duschen. Das heißt, mit anderen Kindern da nackt in derselben Dusche zu stehen, sich auszuziehen und sich gegenseitig nackt zu sehen. Da wird eine Scham bereits unterdrückt, die ein natürlicher Mensch hat. Ich meine, wer sich so mal einfach nackt auszieht und mit anderen da duschen kann, weiß ich auch nicht, was der für eine Scham hat. Also ich hätte das nicht gekonnt. Ich habe mich immer geschämt damals. Ja, mir fällt das heute noch schwer. Deswegen mache ich das auch nicht mehr. Weißt du, vor ein paar Jahren war ich noch Mitglied im Fitnessstudio. Da ging man auch an zwei oder drei Tagen in der Woche nackt in die Sauna.
Ja, hallo, von Scham ist da nicht mehr viel zu sprechen. Und deswegen ist drittes Buch Mose, Kapitel 18, ein sehr wichtiger Punkt, der hier eben auch nochmal angeholt wird. Diese Nacktheit, diese Scham, das ist ein Bereich, dieser sexuelle Bereich gehört in den Schutzraum der Ehe. Denn so, wir sind darin verletzlich. So kennt uns nur der Mensch, mit dem wir auch intim zusammen sind. So kennt uns Vater und Mutter. Ja, okay, ganz von Anfang, aber wir Vater und Mutter nicht. So kennen wir unsere Brüder und Schwestern nicht, weil uns die Scham gebietet, dass wir eben uns die nicht anschauen, wenn sie nicht angezogen sind. So, das wollte ich da eben mal zu loswerden. Ja, der Autor zitiert jetzt hier 1. Buch Mose, Kapitel 30, Vers 16. Ja, indem wir lesen, und zwar in Vers 16 und 17 für den Zusammenhang. Also in Genesis Kapitel 30, Vers 16, 17 sagt die Bibel: Als nun Jakob am Abend vom Feld kam, ging ihm Lea entgegen und sprach: Du sollst zu mir kommen, denn ich habe dich erkauft um die alraunen Früchte meines Sohnes. Und er schlief in jener Nacht bei ihr. Und Gott erhörte Lea, und sie wurde schwanger und gebar dem Jakob den fünften Sohn. Jakob hatte kein wirkliches Interesse an seiner Frau Lea, daher erkannte er sie auch nicht. Ihm ging es hier um eine Pflichterfüllung. Oft geht es beim Zitat Anfang Liegen bei jemand, Ende des Zitates, darum, dass man sich selbst an dem Partner sexuell befriedigt, ohne ein Interesse an dessen Bedürfnissen zu haben. Ja, so lesen wir zum Beispiel im ersten Buch Mose, also im Genesis, und zwar Kapitel 38, Vers 3, Zitat: Und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn, und er gab ihm den Namen Er. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Onan. 1. Mose 38, 10, da lesen wir auch noch drin: Was er tat, missfiel aber dem Herrn, da tötete er auch ihn. Aber das geht in eine Sache, die werden wir jetzt nicht intensiver besprechen. Da geht es darum, wo das Wort Onanieren herkommt und was der Onan getan hatte, dass in 38 Vers 10 der Herr ihn tötete. Das ist nur wichtig für die Lehre der katholischen Kirche in Bezug auf Selbstbefriedigung zu verstehen. Deswegen hatte ich das hier noch zugefügt. Aber was wir hier lesen müssen, ist 1. Mose 38, 3: Und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn, und er gab ihm den Namen Er. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Onan. Bitte, Michael. Dieser Begriff liegen bei jemand scheint sehr ähnlich verwendet zu werden wie das liegen bei einer anderen Person. Es handelt sich nicht um Liebe, sondern um den Akt des Geschlechtsverkehrs zur Befriedigung der eigenen Bedürfnisse. Und im ersten Buch Mose, also Genesis, Kapitel 34, Vers 2, lesen wir hierzu: Als nun Sichem, der Sohn des hethitischen Landesfürsten Hemor, sie sah, nahm er sie und legte sich zu ihr und tat ihr Gewalt an. Das ist nichts anderes als erzwungener Beischlaf, also Vergewaltigung. Kindesmissbrauch ist dann eine Steigerung im Bösen, denn es vergewaltigt Kinder. Für einen Christen sollte es selbstverständlich sein, dass er sich um das Erkennen bemüht, nicht aber um irgendeine Art der Befriedigung. Ja, Selbstbefriedigung. Man kann sich auch selbst befriedigen am Körper eines anderen, ne? Ah, okay, so ist es verstanden. Ja, gut. Denke ich doch. Weil du das grün geschrieben hast, jetzt den letzten Satz, deswegen war ich jetzt gerade am Stocken. Ja, den letzten Satz habe ich grün geschrieben, weil ich den sehr, sehr wichtig finde. Ja, okay, dann lese ich ihn auch mal gerne vor. Also, jedes Verlassen des Rahmens der Ehe, um sexuelle Befriedigung zu erhalten, ist in den Augen Gottes eine Sünde und daher keine Möglichkeit für einen Menschen, seine Sexualität auszuleben. Und genau das bringt alles das, was ich am Anfang dieser Sendung bereits versucht habe, kurz zu erklären, dass jeder Sex außerhalb der Ehe Sünde ist. Das bringt es ganz deutlich auf den Punkt. Deswegen habe ich diesen Satz in grün angestrichen, um dafür zu sorgen, dass der hängen bleibt bei uns, dass wir das verstehen. Jedes Verlassens des Rahmens der Ehe, um sexuelle Befriedigung zu erhalten, ist in den Augen Gottes eine Sünde. Und daher
keine Möglichkeit für einen Menschen, seine Sexualität auszuleben. Ich kann meine Sexualität nur ausleben, wenn ich verheiratet bin. Ansonsten nicht. So ist es biblisch gewünscht. Da aber die Menschen heutzutage sich nicht mehr allzu viel an die Bibel halten und schon gar nicht biblisch leben, ist das natürlich sehr schwierig, das immer in den dementsprechenden Fällen zuzupassen. Ich meine, heute lachen dich die Leute ja aus, wenn du 17 bist und sagst, du hast noch als Junge noch mit keinem Mädchen geschlafen. Dann lachen die ja aus, bist du noch Jungfrau, da werden Witze über dich gemacht. Biblische moralische Standsätze oder Grundsätze heutzutage in der Welt zu vertreten, lassen einen als veraltet und dumm und ja, ich finde da gar nicht die richtigen Ausdrücke für, also auf jeden Fall nicht mehr up to date erscheinen, wenn jemand sich wirklich noch für jemand anderes aufsparen will. Aber dieses Aufsparen sollte dann auch bitte aus dem richtigen Grund geschehen, und zwar aus dem Grund, wie er biblisch vorgesehen ist, dass man eben sagt, nur wenn ein Mann und eine Frau sich vereinigen und für das die Ehe damit begehen wollen, da muss man das auch mit Haut und Haaren machen. In der Bibel ist ja auch die Ehe dargestellt als eine Lebensgemeinschaft zwischen Mann und Frau, bis der Tod sie scheidet. Ja? Eine Scheidung gibt es in der Bibel nicht. Mose hatte später zwar die Scheidung eingereicht, aber das nur, weil die Israeliten so abfällig wurden, dass sie anfingen, ihre Ehepartner zu ermorden, um einen anderen Ehepartner zu haben. Und da hat er ihnen die Möglichkeit der Scheidung eingeräumt. Aber biblisch vorgesehen ist das nicht. Ja? Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich kann das gar nicht oft genug wiederholen. Wir hatten ja in diesem letzten Satz ein paar sehr interessante Dinge besprochen. Für einen Christen, schreibt der Autor, sollte es selbstverständlich sein, dass er sich um das Erkennen bemüht. Das Erkennen der anderen Person. Ja? Wenn ich die Frau, mit der ich zusammenlebe und mit der ich dann verheiratet bin, wenn ich sie erkenne, dann tue ich das nicht nur im sexuellen Sinne, sondern dann tue ich das auf allen Leveln. Dann erkenne ich sie auch als eine Partnerin und als meine Helferin, als das, was Gott sie mir eigentlich gemacht hat und sie mir zur Seite gestellt hat. Wenn er sich um das Erkennen bemüht, dann geht es nicht nur um irgendeine Art der Selbstbefriedigung. Ich will jetzt mal so sagen, ein Mann, der eine Frau vergewaltigt, tut im Grunde nichts anderes als Selbstbefriedigung. Weil er vergewaltigt die Frau ja nicht zu ihrem Vergnügen, sondern zu seinem Vergnügen. Also eine Vergewaltigung ist auch eine Art der Selbstbefriedigung. Nur dann noch in der Hinsicht, dass das sogar noch ein Eindringen in die Privatsphäre einer anderen Person ist. Das ist kriminelles, davon sowieso, mal abgesehen. Aber selbst biblisch ist das natürlich auch so. Es ist wieder mal Sex außerhalb der Ehe. Ja? Der Satz, der hier ganz oben stand, die körperliche Vereinigung in der Bibel wird mit verschiedenen Bezeichnungen gesagt. Also der sexuelle Verkehr, das ist der Satz, der sexuelle Verkehr gehört also in die Ehe und nur in eine Ehe von Mann und Frau. Ich werde auch diesen Satz nochmal eben farblich anstreichen, dass wir das nochmal gut behalten. Es ist so, wie es hier steht, ob uns das jetzt gefällt oder nicht, aber das sind die Worte unseres Herrn. Der sexuelle Verkehr gehört nur in die Ehe, und zwar nur in eine Ehe von Mann und Frau. Jedes Verlassen des Rahmens der Ehe, um sexuelle Befriedigung zu erhalten, ist in den Augen Gottes eine Sünde und daher keine Möglichkeit für einen Menschen, seine Sexualität auszuleben. Also auch nicht für einen römisch-katholischen Priester, der geschworen hat, ein Zölibat, nicht verheiratet zu sein und der damit automatisch auch dem Sex abschwört. Aber das ist genau das, was wir halt mitmachen in der Lesung des Buches der Jesuiten und wenn wir deren Moralvorstellungen verstehen, die überhaupt nichts mit der Moralvorstellung eines normalen Menschen zu tun haben, schon gar nicht mit der eines normalen Christen. Die Moral eines Jesuiten ist die Unmoral der Bibel. Ich möchte es mal so ausdrücken. Das bringt es eigentlich ziemlich kurz zusammengefasst auf den Nenner. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir dieses Lesen hier machen, immer noch um die römisch-katholische Kirche und den Orden der Jesuiten an erster Stelle anzuprangern und deren falsche Moralvorstellungen und deren falsche Lehren in Bezug auf Moral, womit sie die ganze Welt lehren,
was uns dazu bringt, dass die Welt heute so ist, wie sie ist. Dieser letzte Satz des Autoren, den ich hier grün angestrichen habe, das ist für mich der aussagekräftigste und wichtigste Satz in diesem ganzen vier Seiten fassenden Papier. Jedes Verlassen des Rahmens der Ehe, um sexuelle Befriedigung zu erhalten, ist in den Augen Gottes, des Schöpfergottes, des Gottes von Abraham, Isaak und Israel, eine Sünde und daher keine Möglichkeit für einen Menschen, seine Sexualität auszuleben. Und jetzt denke ich, hat Michael noch was zu kommentieren. Ja, ich habe nämlich mir mal den Gedanken gemacht, was passiert, wenn jetzt ein katholischer Priester mit einem entsprechenden Problem unsere Lesung verfolgt. Und dem würde ich gerne mit auf den Weg geben, dass er beispielsweise mal überlegt, wie er sein Leben gestaltet mit so einem Problem. Und dass ich vom menschlichen Standpunkt halt ihn nicht verurteilen kann, weil ich nicht dazu berechtigt bin. Vom biblischen Standpunkt, denke ich mir, haben wir jetzt unseren Standpunkt auch erklärt. Mein Appell ist jetzt einfach mal zu schauen, dass solche Priester, jetzt, wir beziehen uns jetzt auf die katholische Kirche, wir können es ein bisschen breiter fassen, wir können es jetzt auch auf katholische Schulen, wir können es jetzt auf katholische Kindergärten etc. pp. Jetzt ausbreiten. Aber jetzt mal auf den Priester jetzt mal bezogen, würde ich jetzt mal Folgendes appellieren. Sie haben eine Vorbildfunktion. Sie missbrauchen ihr Machtgefälle. Es besteht keine Altersgleichheit in dieser wie auch immer gearteten Beziehung, in Anführungsstrichen. Und sie verunstalten da ein Leben, ein von Gott gegebenes Leben, eine Psyche eines Kindes. Eine Psyche eines Kindes. Und unter Umständen machen sie das, weil sie eben nicht beziehungsfähig sind zu einer normalen, andersgeschlechtlichen Person. Unter Umständen haben sie vielleicht auch deswegen ihren Beruf da auch gewählt. Das kann ich nicht sagen und ich maße mir auch nicht anders zu tun. Ja, ich möchte nur dazu sagen, aufgrund der ganzen Fälle, die wir in dem PDF aufgelistet haben und die wir hier auf dem Kanal veröffentlichen, ist es bzw. wären sie kein Einzelfall, sondern das sind letzten Endes dann alles ein sogenannter Serientäter. Das heißt, wir finden diese Fälle in allen möglichen Denominationen, wir finden diese Fälle halt in ganz, ganz, ganz unterschiedlichen Ländern. Es lässt sich überall finden und ich würde jetzt mal einen Appell machen. Wenn die römisch-katholische Kirche behauptet, sie wäre der Nachfolger der Apostel, dann wäre sie vom Heiligen Geist geleitet. Nur wäre sie vom Heiligen Geist geleitet, ja, dann würde dieser Heilige Geist eben kein Leid über diese Kinder bringen. Und da sie eben augenscheinlich nicht, beziehungsweise diese Priester, die diese Fälle halt verursachen, eben nicht vom Heiligen Geist geleitet sind, sondern einem ganz anderen Geist, der eben Leid über dieses Leben des Menschen bringt, geleitet ist, vermehrt sie das Leid. Und was tut denn die römisch-katholische Kirche dagegen? Sie versetzt den Priester. So, erlöst sie damit das Leid des Priesters? Hilft sie dem Priester in irgendeiner Art und Weise mit einer psychologischen Beratung, mit einer Kur, mit einer umfassenden, wie auch immer, Sorge, dass man halt letzten Endes dann sagen kann, also hier, wir sorgen dafür, dass beispielsweise eben keine potenziellen Opfer ihm mehr zugeleitet werden, um ihn gar nicht in Versuchung zu führen. Versetzen wir ihn in den Innendienst? Nein, wir versetzen ihn einfach in eine andere Gemeinde. Ich habe ein ganz prominentes Beispiel hier aus der Ecke, sogar in ein ganz anderes Land, in einen ganz anderen Kontinent. So, und was machen wir damit? Wir potenzieren das Leid. Wir übertragen das auf andere. Wir wollen es nicht sehen. Und im Endeffekt muss sich der Priester, der davon betroffen ist, und sich vielleicht auch ganz bewusst dessen schämt und dessen auch total verzweifelt ist, weil er sich an niemanden wenden kann, der ihm hilft. Ja, muss eigentlich erkennen, dass die römisch-katholische Kirche zumindest und ganz besonders auch in diesem Punkt seinem eigenen Personal nicht helfen kann. Und wenn es seinem eigenen Personal nicht helfen kann, wie will es dann eine moralische Institution sein für andere Schafe? Das war mein Punkt. Ja, dein Punkt finde ich ganz in Ordnung. Nur möchte ich darauf ganz deutlich hinweisen, Michael, dass es eine Heilung für diese Krankheit, entweder die von den römisch-katholischen Priestern, wenn sie in die Pädophilie getrieben werden oder wenn sie in die Sodomie getrieben werden, dass es dafür eine Heilung gibt.
Nur diese Heilung findet man nicht bei Psychologen, wie du vorgeschlagen hast, oder Selbsthilfegruppen oder was weiß ich. Diese Hilfe findet man nur bei Jesus Christus. Und deswegen ist der erste Römerbrief, also Römer Kapitel 1, so unglaublich wichtig. Da wird genau alles das erklärt. Solange die Menschen sich Abbildungen machen von dem, was im Himmel, auf der Erde, unter dem Wasser, unter der Erde ist, und wenn sie sich dazu niederknien, wenn sie den Gott der Schöpfung erniedrigen zu einem solchen Idol, dann bezahlt Gott das mit gleicher Münze zurück und erniedrigt diejenigen dazu, dass sie sich an die Leiber ihrer, dass sie sich an ihre eigenen Leiber wenden, dass sie sich, dass Mann sich an Mann reibt, dass Frau sich an Frau reibt oder eben auch, dass Männer sich an Kindern reiben. Also diese Pädophilie-Sache kommt damit zu. Das ist ganz deutlich, wenn man Römer 1 liest, und deswegen ist das vielleicht ja ein Vorschlag für dich, wenn du dazu bereit hast, wenn du dazu Lust hast, dass wir uns mal Römer Kapitel 1 zusammen durchlesen und besprechen in einem weiteren Video, um darauf hinzuweisen, dass ich finde das ja in Ordnung, dass wenn du die Priester so ansprichst, dass sie sich helfen lassen müssen, aber wir müssen begreifen, es gibt nur eine einzige Hilfe auf dieser ganzen Erde, die helfen kann, und das ist Jesus Christus. Solange ich mich nicht zu Jesus Christus bekenne und bekehre, solange ich nicht sein Wort kenne, lese, lehre, verstehe und lebe, solange werde ich immer in die Fallen des Teufels laufen, der mich dazu verleitet, eine oder andere der in diesem Text angesprochenen Sünden zu begehen. Ja, da gibt es auf jeden Fall dann eine ganze Menge zu sagen, aber ich denke, wir sind eigentlich mit unserem Punkt durch, und ich hoffe letzten Endes auch, dass man jetzt mit dem Plädoyer und mit den ganzen Erklärungen vielleicht auch mal ein bisschen mehr Klarheit geschaffen hat, was erlaubt ist und was nicht. Und ich hoffe, wenn wir durch diese Lesung eine ganze Menge erreichen. Ich würde mir am meisten wünschen, dass wir eine ganze Menge erreichen, dass nicht mehr so viel passiert da draußen in diesem Kontext, und dass halt einfach mehr Liebe unter den Menschen ist und mehr auch an andere gedacht wird und nicht an die eigene Lusterfüllung. Da wären wir dann, glaube ich, doch schon einen ganzen Schritt weiter. Ja, das ist natürlich eine sehr eitle Hoffnung, die du da hast. Ich möchte dieser eitlen Hoffnung eine andere Hoffnung dazusetzen. Ich möchte dazu setzen, dass wenn diese Videos dazu beitragen, dass die Menschen, die sich mit dem Thema auf diese Art und Weise bis jetzt noch nicht beschäftigt haben, begriffen haben durch die Bibelzitate, die wir hier angeführt haben, und vor allen Dingen, wie gesagt, ich kann da immer nur wieder drauf zurückhämmern, Römer Kapitel 1, wenn wir das dann auch noch lesen, dass wenn die Leute verstehen, was die Ursachen dieser Sache sind, wenn die Ursachen erkannt werden, dann kann ich auch aus diesen Ursachen Konsequenzen ziehen. Dann kann ich nämlich zum Beispiel die Konsequenzen ziehen, dass ich mein Kind zum Beispiel nicht in eine katholische Sonntagsschule schicke, dass ich mein Kind nicht in einen katholischen Gottesdienst schicke, dass ich mein Kind nicht in einen katholischen Religionsunterricht schicke, dass ich selber nicht am Sonntag in eine katholische Kirche gehe und einen sogenannten Gottesdienst erhalte, der Gott kein Dienst ist, sondern der Gott ein Affront ist. Sicher, wenn es in der römisch-katholischen Kirche ist, wo wir dann noch sprechen von der Messe und der Eucharistie in Zusammenhang mit der Transsubstantiation. Wenn diese zwei Videos dazu beigetragen haben, dass Menschen eine Sicht darauf bekommen, dass unser Vater im Himmel uns ganz deutlich durch sein Wort erklärt, wo diese Dinge herkommen, dass diejenigen, die diese Videos jetzt gesehen haben und das verstanden haben, für ihr Leben daraus ihre Konsequenzen ziehen und diese Nachricht an ihre Liebsten, an ihre Familie, an ihre Freunde, an ihre Arbeitskollegen oder was auch immer weitertragen können und das auf die Art und Weise eins Verbreitung findet. Nicht der Tipp, geh zum Psychologen, sondern gehe zu Gott. Gehe zu Jesus Christus. Lies deine Bibel. Verstehe den Herrn, verstehe seine Gesetze und verstehe, dass wenn du dich gegen seine Gesetze sträubst, er dich mit einer Strafe belastet, dass du dadurch im Endeffekt in die Sünde fällst, die wir hier in diesem Papier besprochen haben. Und dass wir im Endeffekt am Ende dieser zwei Videos jetzt dafür gewappnet sind,
um die nächste Lesung in dem Griesinger Buch, wo es um die Knabenliebe geht, der Jesuiten, weiterzulesen. Und zwar mit dem Verständnis, was wir hier durch diese zwei Videos aufgebaut haben. Hast du noch ein abschließendes Wort, Michael? Ja, ich wollte halt den Psychologen gar nicht so gerne in den Vordergrund stellen. Ich wollte halt einfach nur eigentlich damit sagen, dass die römisch-katholische Kirche anscheinend nichts für die Menschen unternimmt, weil ihr das letzten Endes wohl einerlei ist. Ja, natürlich. Sondern, das ist ne? ja die Synagoge Satans. Ja, das meine ich ja, das meine ich ja damit. Aber das kann man aus dem Kontext auch dann heraushören oder herauslesen. Aber ich finde halt, dass diese Menschen halt meiner Meinung nach einfach auch irgendwann mal klar sehen müssen, dass sie andere Menschen dadurch ins Verderben reißen. Und dieser Egoismus, der da aus dieser Handlung heraus folgt, den kann niemand, weder Gott noch die Menschen gutheißen. Und ich hoffe halt einfach, dass der ein oder andere, der halt in einem, in einer Vorbildfunktion ist, halt irgendwann mal innehält und sagt, so kann es nicht weitergehen. Also ich denke, das wäre dann auch mal eine gute Sache, um halt einfach da mal zu sagen, okay, sie haben jetzt das ganze Rüstzeug, ja, und entweder halten sie sich an die Bibel oder sie halten sich nicht an die Bibel. Sie sollten die Konsequenzen kennen, vor allen Dingen, wenn sie in einem Amt der römisch-katholischen Kirche sind. Ja, wenn man im Amt der römisch-katholischen Kirche ist, Michael, da kennt man eben die Konsequenzen der Bibel nicht, ja. Weil man nämlich in der römisch-katholischen Kirche die Bibel nicht lehrt. Und es gibt da einen wunderbaren Satz dazu, den ich jetzt nicht ganz gut auswendig kenne, den ich aber letztens noch in einem Video getroffen habe, das du mir geschickt hast, da von Presence of God Ministry. Erinnerst du dich sicher noch, dass du das eine sehr aussagekräftige Dinge fandst, wo zum Beispiel heißt eben, die römisch-katholische Kirche lehrt nicht die Bibel. Ja? Das ist das Video, was du geschickt hast, da ist eine Aussage drin, die kommt vor in dem 12. Band der römisch-katholischen Enzyklopädie, die ich hier in Englisch bei mir im Schrank stehen habe, unter dem Artikel Protestantismus, wo drin steht, dass die Bibel, ich muss mal eben sehen, ob ich das vielleicht hier in meinem Buffertext finde, muss ich mal eben schauen, weil da habe ich das auch schon mal drin, aber ob ich das jetzt so schnell auf die Schnelle eben finde, muss ich mal eben sehen. Also erstmal muss die Disk hier wach werden, da, und dann muss ich mal eben die Suchfunktion starten. Also ich kann auch ein Zitat hinterher machen, und das wäre halt aus der Offenbarung 18,4. Und das ist halt, ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfanget. Ja, das ist richtig. Da kann ich auch gar nicht viel zu sagen. Das ist absolut richtig. Aber ich will dieses Zitat jetzt aus der römisch-katholischen Enzyklopädie mal eben hören. Ich weiß, dass ich das hier habe, aber ich habe das Wort Bibel so oft hier in diesem Text drin. Das ist das Einzige, was ich weiß, das darin vorkommt. Das ist eben das Problem. Und, ich finde es jetzt nicht. Für ein anderes Video kommt das dann mal. Kann ich mir das mal irgendwie besorgen. Also die römisch-katholische Enzyklopädie sagt da, dass die Bibel als Autorität des Gewissens nicht zählt, dass sie gegen den Glauben ist. Und ich kriege es jetzt nicht mehr zusammen. Aber jedenfalls verdammt die römisch-katholische Kirche in der katholischen Enzyklopädie von 1913 unter dem Artikel Protestantismus unter Römisch 3 das Lesen und das Studieren der Bibel als Teufelswerk, mehr oder weniger. Und von daher ist natürlich die Möglichkeit, römische Katholiken auf diese Art und Weise, sicherlich Priester auf diese Art und Weise zu erreichen, sehr, sehr schwer, weil die lesen die Bibel nicht. Haben sie auch in ihren Seminarien nie gehabt. Sondern in ihren Seminarien werden sie indoktriniert mit den geistigen Übungen von Ignatius von Loyola, wie wir inzwischen auch schon gelernt haben. Gut, dann bringe ich das hiermit zum Abschluss, dieses Video. Dann danke ich fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Du auch sicher, Michael, noch ein abschließendes Wort an unsere Zuschauer. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir hoffen auf Kommentare, die sich im biblischen Kontext halten. Ja, das ist sicherlich so. Und vielleicht kriege ich es mit Michael nochmal auf die Reihe, dass wir uns zusammensetzen und dass wir mal eine Studie machen vom Römer Kapitel 1 in diesem Zusammenhang. Und dann wäre das eine dreiteilige Videoserie geworden in diesem Zusammenhang. Auf jeden Fall freue ich mich darauf, wenn wir nächstes Mal weitermachen in der Buchlesung von Theodor Griesinger, wo wir ja auch auf den letzten 40 Seiten des Buches von fast 400 Seiten angekommen sind und uns dann mit dem Thema Knabenliebe beschäftigen. Wo wir jetzt verstanden haben, wo das herkommt und was die Ursachen davon sind.
Danke fürs Zuhören, Zuschauen und Kommentieren und bis zum nächsten Mal. Maranatha.